Hallo Leute und willkommen im Schloss von Windermere, von Amalur, Reckoning. Hallo Leute, wir sind im Schloss und sollen eine Menge Leute noch, glaube ich, töten. Ja, dafür sind wir meistens hier. Oh, 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 oh. Na hier, schnell weglaufen, hier sind ja ganz viele Fallen. Ja, ich merke das schon. Und was kommt jetzt da hinten auf uns zu? Ja, ob ich die so einfach... Das kriegen wir doch hin, oder? Vergiftet. Alle vergiftet. Haha. So. Ja. Das. The Grudge Monster ist wieder da. Ja, wir haben jetzt hier ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir langlaufen können. Oh, jetzt habe ich mich vergiftet. Das macht doch nichts. Da fällt mir ein, das vergesse ich immer, bevor ich hier, Konsumgut. Weil wir haben ja hier auch Sachen, die uns mal helfen. Und das sollte ich auch einfach mal benutzen, finde ich. Weil dann wird mein Inventar auch mal weniger. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Wer weiß hier, ob jemand uns damit angreift. Und hier Magieverstärkung. Und ja, passt schon alles. So. Was ist das denn? Deckvase. Die Olle. Haiflossen. Das hatten wir auch noch nicht. Blutungsresistenz, whatever. Okay. Wo bist du? Ah. Glaube, ich bin schneller. Fräulein. Das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Ja. Mit meinen coolen Frostfallen. Oh. Edle, coole Stahlchakrams. Das ist ja schön. Und es sieht auch irgendwie ganz cool hier eigentlich aus. Kann man mal so sagen. Aber das war es auch schon wieder mit uns und Tränken, ne? Das gut. Können wir die Schriftrolle hier mitnehmen? Weil die liegt hier so? Nö. Nö. Okay. Dann laufe ich mal hier weiter. Wollen ja keine Zeit verlieren. Wer ist denn da? Oh, hier ist wieder einer zum Töten. Seht euch das an, Olen. In der alten Feste der Maid gibt es noch immer Ungeziefer, das in den Schatten lauert. So sagt mir, Sagril. Gibt es vielleicht einen Grund, warum wir euch nicht auslöschen sollten? Was ist mit dir passiert erstmal, so bevor du mich hier doof anmachst? Mir wurde eine neue Erzählung angeboten. Eine, in der ich mich nicht länger dem Willen eines Mannes beuge, der mir in jeglicher Hinsicht unterlegen ist. Zum allerersten Mal wurde mir eine Wahl gelassen. Aha, aber denkt dran, wer ihr seid, ne? Und das würde ich ja gerne sehen. Mir wurde eine neue Erzählung angeboten, eine, in der ich mich nicht länger dem Willen eines Mannes beuge, der mir in jeglicher Hinsicht unterlegen, zum allerersten Mal wurde mir eine Wahl gelassen. Ja. Was ist jetzt die Bestätigung dafür? Das würde ich gerne sehen. Denkt dran, wer ihr seid. Ja, das würde ich gerne sehen. Das sind große Worte für so ein winziges Kind. Finden wir heraus, ob eure Klinge ebenso scharf ist wie eure Zunge. Ja, passt schon. Nein. Nein, nicht sterben. Nein, das geht doch nicht. Die erinnern mich so ein bisschen an die Schneegeister-Dinger. Oh, jetzt fange ich wieder hier an.
die aus Sailor Moon, dem Film mit der Schneekönigin, die waren genauso. Dann kamen die immer auf so einen zugeflogen und also nicht auf mich als Zuschauer, ne? Man war ja selber der Shader-Krieger. Kurzen Prozess. Haha. So. Ich mache kurzen Prozess. Und ich kann ja auch diesmal nach links laufen sonst. Nee, ich habe das jetzt nicht geschafft. Jetzt muss ich das nochmal machen, oder? So sieht's aus. Oh, aber dann muss ich gleich gegen die nächste kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Du. Da ist schon wieder so eine. Eine Lische. Okay. Nö, das brauche ich nicht, das komische Wabbel-Bubble-Pover. Lin-Shay, also ich weiß, was eine Banshee ist. Das ist wahrscheinlich sowas Ähnliches. Schluss jetzt. So, dann habe ich das jetzt auch nochmal gemacht. Jetzt muss ich ja mit ihr aber auch nochmal reden. Das ist ja leider so. Warte mal, ich speichere mal hier eben. Besser ist, falls ich wieder sterbe. So, nochmal. Seht euch das an, ja. Olen. In der Was ist mit dir passiert? Wurde ja. Eine neue Erzählung angeboten. Wir können ja diesmal eine, das andere nehmen. Denkt dran, wer ihr seid. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Belmaid, die Dienerin der Königin des Frühlings, der Maid von Windemeer. Oh, ey. Darf ich nochmal... Ich komme ja nicht mal dazu, einen Heiltrank zu nehmen. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich komme ja nicht mal dazu, einen Heiltrank zu... Vielleicht läuft das genauso wie beim letzten Mal hier. Dass ich erstmal so eine... Seht euch das an, Ole. Ach ja. In der Art, mir wurde eine neue Erzählung angeboten. Ich weiß... Ist aber schnell. Da geht's schon wieder los. Ja. Ich komme nicht hinterher mit dem Heilen, Leute. Ich komme mit dem Heilen nicht hinterher. Es tut mir leid. Es ist nicht einfach. Nein, möchte ich nicht. Seht euch das an, Olen. Mir wurde eine neue Erzählung angeboten. Ich weiß. Schnell einen Trank nehmen. Mann. Weg hier. Ja, komm. Das ist eine tolle Ecke hier. Ja, und warum bin ich jetzt wieder hier? Weg da. Ah! Nimm was. Schnell. Die sind so schnell. Ja, komm, da gehen die Tränke hin. Nimm ihn doch. Warum nimmt sie den denn nicht? Warum? Ja, jetzt war's das gleich wieder. Ja, komm, jetzt, ja. Ich kapiere das gerade nicht. Ich kapiere gerade nicht, warum, wenn ich dreimal den Trank nehmen will...
Und da ist ja sonst auch so eine Ladezeit, ist mir schon klar. Aber gerade eben war die doch nicht. Oder doch? Oder war der Zeitpunkt noch nicht da? Ich dachte jetzt nicht und dann kann sie den Heiltrank nicht nehmen. Warum nicht? Seht euch das an, okay? Ich meine, ich sterbe ja da vor mich hin. Ja, komm. Leck mich. Ja, komm, nimm schnell was. Ah. Ja, die Ladezeit ist noch nicht um. Was mache ich jetzt? Leck mich doch den Dackel, echt. Oh Mann, oh. Seht euch das an, Olin. In der alten Feste der... Ich weiß... Ach, ich hab sie. Sehr gut. Das hat geklappt, aber hier ist noch eine. Müsste die hier nicht noch rumeiern, die andere? Eine Feindin habe ich nämlich noch. Die ist nur nicht mitgekommen, Gott sei Dank. Die ist nicht mitgeflogen. Ha, da ist sie ja. Oh, nicht nur eine. So. Das schaffe ich. Ah, nicht sterben. Jetzt nimm den doch mal. Warum kann die den... Warum? Ich verstehe das immer nicht. Stirb! Manno. So, und die letzte jetzt auch noch. Blöde Lady hier. Was war's mit dir? Mann, das hat jetzt aber auch... Oh. Manno, Königin Bellmaid, Herrin Olien. Das war jetzt nicht so einfach, Leute. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Bin doch immer überrascht dann. Haben die denn nichts hier zurückgelassen, was ich noch einsammeln kann? Das wundert mich jetzt. Und das mit diesen blöden Tränken. Also, warum kann man nicht einfach so viele schlucken, wie man will? Was soll denn das? Echt, wie soll ich mich denn sonst heilen? Also, das verstehe ich irgendwie nicht. Och ja, wir haben Stufenaufstieg. Kümmern wir uns mal darum. Also, sind den Gegner an der Quelle auf der Umgebungskarte angezeigt. Das ist vielleicht erhöht die Menge an Gold, die du bei der Erkundung der Welt ist auch schön. Schmiedekunst habe ich jetzt noch gar nicht oder habe ich oder nicht oder blub. Handeln habe ich auch noch gar nicht. Überzeugung. Nee, Gemmenschleifen ist auch schön. Verstohlenheit.
Was mache ich denn dann mal? Ich nehme mal noch ein bisschen was auf Sinnesschärfe, weil wir jetzt gerade in der Höhle sind. Ja, so sieht's aus. So, ich nehme das einfach mal hier genau und bestätige. Das sind ja auch schon. Ach ja, okay. Die hell leuchtenden Runen mit den Zeichen, alles klar. Das sind die, die wir schon haben. Und die so ein bisschen undeutlicher sind, das sind die, ja, die wir noch nicht haben. Egal, ob hier jetzt halt eine 1 ist oder nicht, anscheinend. Gut, dann. Ja, dann bestätige ich das mal. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich den Dreh endlich rausgekriegt mit dem Pfeilhagel. Das geht halt auch mit dem Schild. Und hier hatten wir jetzt die neue Wahl. Du befestigst deine Stacheln an deine Pfeilen, wodurch jeder Schuss mit dem Langbogen die Chance besitzt, deinen Gegner einen enormen Blutungsschaden. Das mach ich doch. Und was haben wir? Geheime Techniken versetzen dich in die Lage, die Effektdauer all deiner Gift- und Blutungsangriffe zu erhöhen. Erhöht außerdem den Schaden durch Schattenfackel. Klingt auch super gemein. Die rasiermesserscharfen Klingen deiner Waffen schneiden sich mit Leichtigkeit durch deine Gegner. Ist diese Fähigkeit aktiviert, wird der Volltrefferschaden von Langschwertern, Dolchen, Feinklingen und Großschwertern deutlich erhöht. Auch gut. Kann nicht schaden, würde ich sagen. Und was haben wir denn noch hier? Erschaffe deine Nebelwand, um deine Gegner kurzzeitig zu betäuben und blind für deine Gegenwart zu machen. Finde ich alles super, aber ich habe leider gar keine Punkte mehr. Und was hätten wir noch hier gehabt? Spezialangriffe für Dolche, Feinklingenfraß, der Ausweich. Oh, ist auch gut. Warte mal, dann nehme ich mal den eben kurz weg und entscheide mich ja. Für was entscheide ich mich immer? Für die Nebelwand. So. Genau. So lasse ich das jetzt mal. Alles okay so. Techniken. Sollte ich mir vielleicht auch nochmal anschauen hier. Langbogen falsch schon. Genau, das geht nämlich jetzt hier mit dem. Hätte ich mal drauf achten sollen. Hier einfach mit dem Blocken, mit dem Schild und dann macht sie das. Und hier haben wir jetzt mit den Feinklingen auch stumme Sense. Einen Feinklingenangriff, der aus der Verstohlenheit gegen. Aha, Verstohlenheit, okay, muss ich mal ausprobieren. Also müsste das doch gehen mit dem verstohlenen Angriff von hinten. Genau, mit den Feinklingen. Geht nicht nur also mit Dolchen. Krallenschlag. Ein verzögerter Angriff mit den Feinklingen, der deinen Gegner in die Luft schleudert. Ja, das Angriff, Pause, Angriff. Weiß auch nicht, wie das geht. Klingt gut. Ja, gut. Beschäftigen wir uns mal nicht zu viel jetzt damit. Ich lauf mal weiter. Und das hier ja schaffen. Was ist das hier? Nee, brauche ich nicht. Jetzt laufe ich wieder zurück, ne? Ja, aber da hinten hatte ich auch noch nicht alles erledigt, wie es scheint. Was hatten die? Ach, das blöde Pulver, ja. Nein, will ich doch nicht. Nein, ich will schnell laufen. Das will ich. Deswegen laufe ich doch hier. Mensch. Ich laufe aber nicht durchs Gift. Könnt ihr vergessen hier. Ich mich hier. Da war ich noch nicht. Okay. Oder? Oder? Ah! Erschreckt mich nicht so. Erschreckt mich nicht so. Ich brauche mal wieder Heiltränke. Leute, das brauche ich auch mal wieder. Nee, hier war ich schon. Aber komme ich hier irgendwie anders noch lang? Ach, jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Ich dachte, ich kann vielleicht eine große Runde laufen. Jetzt kommen die Fallen wieder. Wenn hier so ein Alchemietisch irgendwo wäre, könnte ich mir selber Heiltränke zaubern. Aber ist ja anscheinend hier nicht. So, dann laufe ich mal da lang. Ja, da, wo die ganzen Feinde sind, muss ich bestimmt lang. Passt schon. Vielleicht hätte ich nochmal durchsuchen sollen nach Heiltränken. Das ist nämlich echt scheiße, wenn wir jetzt noch so einen Gegner haben. Das ist wieder so. Oh nein, hier ist ja überall so ein Giftzeug. Oh nö, was mache ich denn jetzt? Kann man hier nicht irgendwie durch? Und was mache ich dann? Ach, Jemini, jetzt muss ich mal speichern. Das ist ja blöd. Ah, das ist ja blöd.
Ja, zu dem Ding da. Was stand da gerade? Wie kann er fahren? Ein törichter Narr des Stolzes bin ich, zu glauben, ich könnte ihrer Verführung widerstehen. Die Verdammnis wie den irdischen Tod. Eine Krücke, die den Tau der Jugend nicht sieht. Und doch, hier war die manifestierte Schönheit. Ein Hirsch, ruhig, erhaben. Ein tosender Wasserfall. Alles in lästerlichem Wunder. Wenn die Nacht über das Land hereinbricht, der Lärm der willkürlichen, schmähenden Begierde, der Gestank der düsteren Schwermütigkeit und die falsche Leiche der schäbigen Vergangenheit exhumiert, um zu befriedigen, gebraucht und wieder in den Schoß der Geschichte gelegt, dann bin ich verloren. Mhm. Okay, gut. Das ist voll blöd hier mit dem Gift. Endlich! Hey! Endlich, ihr seid gekommen. Die Maid hat ihre kranken Hirngespinste wahr werden lassen. Alles, was sie einst war, wurde durch ihren geliebten Prismärkristall verzerrt. Es ist schwer zu sagen, ob sie ihn kontrolliert oder er sie. Wir müssen von hier entkommen. Die Erzählung hat uns im Stich gelassen, Sagrel. Nichts ist mehr sicher. Ja, bringen wir es zu Ende. So sei es. Ich fürchte jedoch, ich habe in diesem Lied keine Rolle mehr. Wir sind weit über das Vertraute hinaus. Die Maid wird im Hof sein, wo unsere Ballade ihr Ende findet. Kommt, ich zeige ihn euch. Vielleicht werde ich ja dann den nötigen Mut finden. Okay. Es ist nicht weit. Alles klar. Was ist denn hier drin? Das ist leicht. Aber wir nehmen mal Dietrich hier, weil... Oh, ich habe ja auch nur noch 5 Stück. Das ist ja nix. Hat aber gut geklappt. Und... Was weiß ich, irgendwelche Sachen schaue ich mir später an. Ja, ich werde wohl hier durchlaufen müssen. Das ist nicht schön. Die Frage ist halt die ganze Zeit, kommt er jetzt eigentlich mit? Ja, er kommt mit, okay. Wie komme ich denn da jetzt hin, wo ich den gelben Punkt habe? Was haben die hier noch? Nix, nur Geld, okay. Fallen, pass auf, König, fallen. Wir laufen mal, laufen, laufen, laufen. Pass auf, dass du dich nicht vergiftest, mein Lieber. Komm mal her. Halt! Wartet, Sagre! Keinen Schritt weiter! Oh Gott. Was gibt's denn? Ich kann es nicht tun. Ich kann nicht. Ihr müsst das verstehen. Jedes Mal, wenn ich mich der Maid von Windemeer gestellt habe, hingen wir an den Fäden des Schicksals, waren wir nur Marionetten der Erzählung. Doch nun ist sie von diesen Fesseln befreit. Ich wüsste nicht einmal, wie ich sie bekämpfen sollte. Bisher war mein Sieg immer sicher. Ich kenne keine Niederlagen. Diese Geschichte ist nun die eure, meine Liebe. Nehmt das Mal des Königs. Ihr seid als Einzige noch würdig, es zu besitzen. Ihr wart es, die sie die ganze Zeit über wollte. Ich glaube an euch. Und tschüss, weg war er, alles klar. Gut, dann sind wir wohl wieder mal alleine auf uns gestellt. Oh mein Gott, ich mach das ja gerne hier. Dann gehen wir mal. Mahheit! Liebe Mahheit! Ich muss speichern. Man weiß ja nie hier in diesem Spiel. Ich komme! Endlich begegnen wir uns persönlich. Es ist zu schade, dass unsere Beziehung hier endet. Ich dachte eigentlich, wir hätten eine Zukunft. Als Geschöpfe mit einer gemeinsamen Bestimmung. Ach ja, wie dieses Gespräch weitergeht und überhaupt, das sehen wir im nächsten Part, weil ich befürchte, dass wir dann gegen sie kämpfen müssen. Aber es ist toll, sie mal so so ganz natürlich mal zu sehen und nicht mit ihrem ganzen Lichtkreis. Aber ich mag sie gerne. Es wird doof sein, gegen sie zu kämpfen. Und da die letzten Kämpfe auch teilweise nicht so einfach waren, hoffe ich, dass ich das auch schaffen werde. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann.